Moin meine Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich denke mal, ihr lest es eh schon im Titel. Heute montieren wir den Tankschnellverschluss und für hinten die Sturzpads. Wir werden das jetzt eh so wie immer machen. Wir springen wohl gleich zum Bike. Und am Ende vom Video werde ich noch ein paar Sachen über den Tankschnellverschluss sagen. Also, let's go! Ich würde sagen, starten tun wir mit dem Tankschnellverschluss, denn das habe ich selber noch nie gemacht. Mal gucken, ob das wirklich so einfach ist. So, ich würde sagen, wir lösen die jetzt einfach mal. Ihr wisst, dass die Schutzschicht von den Schrauben nicht runter geht.
so jetzt einfach mal gleichmäßig anziehen rundherum. Was meint ihr, Leute? Also ich finde es richtig geil. Allein auf die Verarbeitungsqualität. Guckt euch das mal an. Also da könnte ich mich hier schon aufgeilen drauf. Bruder, ich liebe es. Ich würde sagen, auf dieses geile Teil gibt es eine Mini-Porn. Tankschnellverschluss ist fertig. Kümmern wir uns nun um die Stützpads. Wie immer bei mir, stimmt mal oben rechts ab, wie euch die Teile gefallen. Also ich feiere sie hardcore. So Leute, das soll es jetzt auch schon wieder gewesen sein mit diesem Video. Ich gehe noch mal kurz auf ein paar Kommentare ein von Instagram bezüglich dem Tankschnellverschluss. Viele meinten ja, das ist eine scheiße Idee etc. Ich meine, seid doch mal ehrlich, wer von euch fährt in die Stadt? Ich meine, ich bin einer, ich baller Landstraße und wenn ich mal in die Stadt fahre, dann lasse ich mein Bike da auch nicht stehen. Und ich bezweifle, dass wenn ich da in Gutau auf einer Bank sitze, dass da jemand vorbeikommt und mir was in den Tank reinwirft. Ganz ehrlich. Aber das muss ja jeder selber wissen. Also wenn ihr jetzt nur Stadt fährt, also jetzt so ein typischer Stadtfahrer seid, dann denke ich mal, ist sowas eine blöde Idee. Aber nachdem ich nur Landstraße fahre, juckt mich das nicht. Juckt mich eigentlich wirklich nicht. Was gibt es noch zu sagen? Ach ja, bezüglich Sturzbett. Mich haben auch schon viele Leute angeschrieben, denn ich habe ja auf Instagram gepostet, dass ich die Sturzbett habe. Mich haben da viele angeschrieben, warum ich mir denn die Original KTM Sturzbett hole und warum nicht andere. Ganz ehrlich, mir gefallen die Original Sturzbett einfach am besten. Die sind einfach clean, einfach schwarz, fertig. Genau, das soll es mal dazu gewesen sein und ich sage jetzt einfach nur, wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst, liken nicht vergessen, kommentieren nicht vergessen. Und wenn ihr immer auf dem neuesten Stand sein wollt, folgt mir auf Instagram.
und ich sehe es gerade, mein Akku leuchtet von der Kamera, sprich, die geht eh gleich aus, deswegen sage ich schon mal ciao, peace und wir sehen uns im nächsten Video. Peace, Leute.